Jetzt sind wir dabei. Keine Ahnung, wo ich hin muss. Die schöne Sixus-Statue. Und Klamotten an. Probieren wir es aus. Also wir sind live, gell, Michi? Ja, das weiß ich. Nur mit dem falschen Spiel, laut Twitch. Warum? Ja. Ich habe Minecraft. Und Twitch behauptet, ja, jetzt hat er es aktualisiert. Ja, ich habe jetzt nochmal drauf gedrückt. Dann hat er es nicht genommen. Mhm. Gerade stand danach von Rocket League. Oder ist das der neue Grafikpatch von Rocket League? Ja. Ist eigentlich im Stream die Mucke zu laut? Die Musi? Was Leichteres. Ich krieg's nicht mit, das andere Rechner. Ach so.
Dazu muss ich ein bisschen umstellen, dass ich es höre. Wann wird meine Auslagerung einmal fertiggestellt hier? Sobald Michi sie ins Lager eingearbeitet hat. Kommen wir mal zum Bauen. Oder ich setze die Command-Blöcke eben. Die Alternative. Das ist die schnellere Alternative. Wenn ich sie selber noch zusammenkriege, was wohin muss. Aber ja, da ist eigentlich relativ einfach. Es gibt eigentlich nur ein paar Command-Blöcke, die hin müssen. Das ist eigentlich alles okay. Die Knöpfe muss noch beschildern. Ja, das mache ich dann auch bei der Gelegenheit. Da kam mir gerade ein Zug entgegen. Wer war das? Der jetzt versucht, dein Lager anzuklemmen. Ah, okay. Ob er das noch hinbekommt. Weil die Technik hat auch schon vor zwei Jahren entwickelt oder so. Und seitdem nur noch sporadisch angerührt, wenn einer meinte, da ist was kaputt. Oh, die Auf- und Abfahrten möchte ich dringend ändern. Na, die komischen Auf- und Abfahrten, die sind nervig. Das wackelt und schäbert und kracht überall. Jetzt, wenn ich zu meinem Strandhaus will, das ist... Terminal. Iglu? Das ist hier wenigstens eine Tür. Das heißt, ich muss da runter. Nö. Ich muss runter. Ich kann jetzt ein Schild aufhängen, dass ich nicht reinkam. Ich kann jetzt ein Schild aufhängen, dass ich nicht reinkam. Warum höre ich jetzt den Ton doppelt? Wo wen höre ich den Ton? Ach, von Michi. Da gibt es eine Rückkopplung. Das war der Punkt, was ich gerade mal schauen wollte. Ich krieg auch eine Rückkopplung hin. Juhu. Ja, genau. Ach, schön. Habe ich für die Kinder die Handyzeit auf 20 Uhr begrenzt und schon kommen die ersten Anfragen. Darf ich länger ans Handy? Was? Surfer World D ist leer. Okay. Da ist gerade jemand zurückgekommen. Ja, ich habe mir die Command-Programme angeguckt, ganz kurz drüben. Nur die Wand ist raus, dem hinten aus der Anlage eigentlich. Ich habe mir Platz zum Mampel platzieren. Dabei geht er jetzt selbst das Bild kaputt. Ah, ne, geht nicht perfekt. Ja, oder ich mache halt einfach ein Loch vorne, die Wand geht auf. Eine Option. Enter ist das hier. Ja, immer noch 1000 Meter fast. 950 bis zum Strandhaus.
Michi, wenn du jetzt kannst du mal kurz mit drüber gucken, damit du weißt, was nämlich geschrieben wird, wo. Kann noch nicht rüberfahren, das ist der Punkt. Also standardmäßig Funktion Auslagerung. Okay. Da schweben aber noch Säulen in der Luft. Ja. Da hat ein gewisser Herr Xolgrim hier die Bahn gebaut. Und dann schaut es halt so aus, gell? Steht aber nicht sauber auf Sand. Macht es jetzt nur auf Sicht. Gut, dann finden wir es jetzt kommt die große Frage, welche ID hat das hier, das Auslagerterminal? Habe ich das schon definiert oder habe ich das noch nicht definiert? Was für eine ID der hier bekommt? Natürlich nicht, wahrscheinlich. Ich gehe auch davon aus, dass ich da noch nicht vordefiniert habe, was für eine ID die Region hier bekommt. Ist aber kein großes Thema, dauert ein paar Minuten, dann habe ich das erledigt. Ja. Funktionen, Destinations. Das sind alle vier Höhen, gell? Das sind die Destinations Zeta nur, okay. Nö. Ja, dann Destination Zeta. Wo sind denn die drin? Dann dir. Ja, da sind sie drin. Hoppi. Das ist Ostwelt B, okay. 0 bis 9 und, nein, ich habe sie noch nicht definiert. Und bei das heißt, ID würde, du hättest die ID 1000. Dann nehmen wir die doch. Weil bis 999 bis in World A. Der Norden. Sicher? Okay. 1000 soll doch die Links sein. Wir hatten die einmal definiert. Ich habe mir meine Datei ist bis 999 vergeben. Nee, das Problem ist, es sind immer Bereiche vergeben. Das heißt, 0 bis 99 ist alles, was im Osten von Welt B liegt. 100 bis 199 ist der Westen von Welt B und so weiter und so fort. Ich habe da immer Blöcke für vergeben, weil ich so halt vereinfacht die Himmelsrichtung und die Schilder setzen kann, wo die Karte hin müssen. Dann müsste ich viel zu viele Befehle schreiben. Was war denn 1000 gewesen? Also ich habe jetzt hier Mining ist 400, Monster ist 500, danach kommt World A bis 999. Wüsst ihr nicht, was 1000 sein sollte, Michi? Welche Terminals? Moment. Ach so, das ist das hier. Ah, back off. Ich habe also, habe ich keinen Befehl dafür geschrieben?
Okay, ich hab's nicht hinterlegt. Bin mal kurz auf K. Die Command-Blöcke habe ich mal abgespeichert. Mach jetzt den einen noch hier oder die zwei und dann ist. Keine Lust mehr, gell? Bloß weil du da die Arbeiten nicht fertig machst. Das war eigentlich gesagt, dass es die Hausbewohner direkt dort machen müssen. Naja. Es könnte ja auch umgebaut werden, die Säulen, von daher die Stützen. Ach ja, das Ding wollte ich hier auch noch einrichten. So viel vorhaben, gell? Ja, und ne, bloß. Meine ganzen Schildkröten, die wir vor der Bude waren, die stapfen jetzt alle da hinten irgendwo rum. Die suchen demnächst mal Wasser. Wo sie es eigentlich finden müssten. Es wäre ja nicht weit weg. Und was machst du jetzt da? Würde ich gar nicht wissen. Habe ich hier ein paar Fischis? Ja. Also irgendwas. Warum? Müssen wir irgendwie noch mal spätestens im Sabaton
Weichenblock funktioniert. Yes. Guck mal, die OLEDs nicht. Du hast jetzt doch nochmal neu abonniert, oder? Michi. Kann man gleich testen. Ja, aber ich habe im Chat, dass jetzt. Du abonniert hast. Nö, nee, hab ich nicht. Ja, vor 21 Tagen. Aber die OLEDs okay. Kommen nicht an. Mhm. Und das, was da kommt, ist. Jemand, den ich direkt bannen werde, wenn du nichts dagegen hast. Ja. Ich bin auch maniert. Dickers, komm auch nicht an. Also irgendwie funktioniert gerade überhaupt nichts mehr mit dem OBS. Wieder die Hälfte. Wie findest du eigentlich die jungen Leute heutzutage? Kaum Beruf, schon teure Autos. Genau, wenn ich so meinen Enkel betrachte, der ist einfach immer flüssig. Erstaunlich, wo du ihn dauernd anpuppst. Mehr Geld zum Leben. Der Sparkassen-Erfolgsplan, das individuelle Finanzkonzept. Mir fehlt da was. Fehlt einiges. Okay, also es funktioniert leider nur die Hälfte im Stream. Bild und Ton sollte ja da sein. Schade. War ein Versuch wert, mal wieder. Mhm. Ja, da muss ich heute mal nachreparieren. So. Dann habe ich doch irgendwo. Den Platz fürs Iglo schon ausgesucht. Da fliegen wir jetzt mal hin. Auf dem Eisbären gibt's da. Hm.
Genau. Nee, Leute, Werbung Ende. Das war crazy. Wir haben letztens hier ein bisschen zu viel gegeben, glaube ich. Aber das ist auch okay. Und da klatscht man das Iglo hin. Wo ist der nächste Eisbär? Weil den, glaube ich, wollen wir nicht haben, oder? Der ist weit weg. Ist der aggressiv eigentlich? Im Normalmodus? Nur mit Kind. Ja, der ist mit Kind. Dann ist er Auto-Agro. Ja, das ist der Motor und verteidigt ihr Kind. Fertig. Okay. Na toll. Wie kommt man eigentlich aus dem Schnee wieder raus, wenn man da versunken ist? Gar nicht, oder? Ohne Fliegen. Fällt etwas schwer. Aus dem Pulverschnee kommst du eigentlich nicht raus. Weil der Spiegel frierst du auch. Ja. Eben. Du kommst nur mit Lederstiefeln raus. Ah. Na, warte mal. Ich habe doch hier die Ultra-Stiefeletten hier. Bin mal gespannt. Wir haben doch. Die haben noch alles Mögliche. Eisläufer habe ich. Da, wo ich hinlaufe, entsteht Eis. Kann das sein? Tatsache. Machst aber nicht standardmäßig zu, das schmilzt wieder. Hinter dir dann. Also nur da, wo ich jetzt laufe, habe ich Eis und dann danach macht es wieder auf. An den Stellen, ja. Ja. Das ist ja cool. Die Zauberei muss ich mir dann nochmal legal besorgen. Da kannst du einfach übers Eis latschen. Übers Wasser. Ich wollte jetzt mal schauen, was man da. Nee, ich wollte in die Testwelt und wissen, wie groß das Ding ist. Och, das wollte habe ich. Dann macht viel Spaß hier. Geht alle in den Lurk, alle die mitspielen, Leute. Und dann spielen wir das jetzt gleich. Ich bin sehr gespannt, was rauskommt. Wir hören uns gleich wieder. So lange geht es ja diesmal nicht. Da kannst du wieder einsteigen. Bis gleich, Leute. Bis gleich. Ich starte schon mal. Ich habe schon wieder auch gar keinen Satz im Kopf. Und mutet auch, ne? Also mutet den Stream, lol. Obviously. Trauriger Papier in der Küche. Oh mein Gott. Oh, minus ein Tag. Hoppla. Hoppla, hoppla, hoppla. 60. Ja, wir machen einfach so, oder? 60. Wir machen einfach so. Ich habe halt gar kein. Also ich bin halt gerade auf. 60 Durchmesser. Ach nee, jetzt habe ich da keinen. Oder. Zack. Was Spiele nicht gefunden? Was heißt da Spiele nicht gefunden? Teleport.
Also heute funktioniert schon wieder gar nichts. Ich muss, wo muss ich denn da hin? Na, ich bin da ganz falsch. Da gibt es doch auch irgendwelche Einstellungen, Controls. Nee, das ist nicht. What? Waypoints. Wo waren denn diese? Ja, diese Einstellungen. Mods. Jetzt wird's auf jeden Fall zu pur. Ja, stimmt, ich könnte Sternchen machen, dann sieht's wahrscheinlich einfacher aus, ne? Jetzt ist es auf jeden Fall pur, Leute. Jetzt ist es auf jeden Fall pur. Aber wir machen hier noch so Haare. Wisst ihr? So. Ja. Schade. Bisschen haarig. Ja, egal. Hey, alles gut. Ich glaub, das war's. Ist wieder gut. Ich hab doch da irgendwas geändert gehabt, damit man da mit dem blöden Command sich teleporten kann. Mit welchem? Ich bin auf der, am falschen Plugin. World Map. Es ist schön festzustellen, da ich für jeden Bumsen einen Command geschrieben habe, aber scheinbar nicht dafür, um die Terminals einzurichten. Oder ist ja Terminal der Command? Moment, Terminal Command. Ist, wenn ich hier drin, ist der hier drin. Warum kann ich mich nicht mehr teleporten? Da. Das ist wieder ultra nervig. Terminal Create und dann die ID dahinter wahrscheinlich, genau. Oh, wie male ich das denn, Leute? Ah, geht doch. Ich habe wohl einen Command geschrieben dafür. Wie schön. Darf ich nur noch das hier anpassen, alles? Warum zeigt es mir eigentlich die Player nicht an? Von 1000 bis 1099. Das ist aber Ost, bitte, nicht Nord. Ost. Es gibt so nicht. 2022. Jetzt funktioniert der Teleport-Command nicht mehr. Wird? Hast du kaputt gemacht? Ich habe. Wir also, waren es nicht. Hier Teleport to Waypoint Player Spieler nicht gefunden, ja? Ja. Und dann habe ich. Du musst da Minecraft Doppelpunkt vorschreiben. Warum Minecraft? Weil das Ding von Essentials überschrieben wird, der TP-Command, und dadurch die Add-Befehle nicht mehr funktionieren. Und er musste Minecraft-Doppelpunkt, also slash Minecraft-Doppelpunkt. Ich habe einfach das Add-S rausgemacht gehabt das letzte Mal und dann hat es funktioniert. Ja, ich schreibe trotzdem mal Minecraft-Doppelpunkt davor, das Ding, ja. Hat da seine Schmerzen. Danach hat es auf jeden Fall keine Schmerzen, wenn das geändert ist. Also Minecraft TP XYZ. Genau. So ist es richtig. So, dann hier die 200 rein. Ah, nee, warte 200. Mal, da ist auch nochmal verkehrt drin. Na, da sind, oder, okay, dann haben wir den auch noch so eben. Das ist dann Nord. Das ist dann die 1300. Sieht ja so aus. Nee, oder? Ich glaube, das ist hinten und das ist. Ah, ja, keine Ahnung. Scheiß drauf, Leute.
Kann macht es richtig, schon funktioniert. Ja, das sind definitiv R60. Machen wir mal hier ein Messwerkzeug. Ist daher. Mal eins runter. Opa, das gerade nochmal. Ich hab das schon wieder vergessen. Ja. Was bist du? Die Einstellung des TP-Commands. Wo war das nochmal drin? Ist die auf Mods, also Escape Mods. Dann die World Map. Konfigurieren, zwei Seiten weiter. Im Stream wäre es gerade offen. Ja, ich habe nicht aufpasst. Wo bist du denn jetzt? Mod-Menü. Mod-Menü. Dann gehst du auf die Xeros World Map. Konfigurieren. Ach, da oben. Ja. Zwei weiter. Und dann habe ich den Command verändert und die beiden. So, dann wollte ich nur die Ausgänge bauen in der Lagerwelt, damit die Karte auch in die Welt fahren können. Haben wir schon einen Eingangspunkt, Michi? Map Teleportation. Welche hast du jetzt? Map Teleporter? Du bist gerade zu schnell immer. Map Teleporter Command. Mhm. Habe ich einfach Minecraft Doppelpunkt TP XYZ. Weil der untere kannst du den Befehl auch als anderer Spieler auswählen, aussuchen, das will ich aber nicht. Da war dann Execute As und so weiter. Will ich aber nicht. Das habe ich zweimal ach gleich. So, und dann Waypoint Command. Da war das nein, Use die Default. Schon ja. Player Telemat. Ja, okay. Nee, passt. Du hast ja auch einmal die komische Ansicht, die ich nicht verstanden habe. So. Okay, dann machen wir einmal. Und wir hatten einen Eingang in die Welt. Das ist gut, wissen wir. Moment. Minus 230, minus 18. Und irgendwo eine Höhe, keine Ahnung, oder was? Höhe ist 68, 70, 80, ja, keine Ahnung. Stimmt, hier hat man einen gemacht. Und daraus muss die ganze Woche reinkommen. Ja, TP vom Lager ist noch nicht belegt, okay. Hat noch kein Portal, der TP vom Lager. Das heißt, ich kann mir da noch einen Namen aussuchen, perfekt. Was hat mein Lager überhaupt einen Namen? Habe ich noch genug Ausgänge überhaupt hier frei? Oder muss ich langsam anbauen schon wieder? Oh. Wir haben doch hier anbauen. Das Ganze geht auf ein Gleis. Ja, ich muss trotzdem an. Das Ganze geht auf ein Gleis. Ja. Ist ein Teleport, okay. Das heißt, ich muss das drüben sortieren, ist okay. Du musst es drüben schon sagen, wohin geht. Und in unserer Welt, in der neuen. Wie sind denn die Tags drüben? Also in der neuen. Ich kann das erst inne. Ich komme gleich zu dir rüber, Moment. Okay. Ich bin gerade hier noch was am Fertigbauen. Ich denke, ich werde trotzdem mal hier eine Kurve einbauen und auf der anderen Seite weiterfahren. In die Gegenrichtung zurück. Sicher ist sicher. Du hast nur einen Ausgang von hier Michi, aus. Michi, ja, ich bereite aber schon mal vor, für den Fall der Fälle, dass irgendjemand auf die Idee kommt, wir brauchen weitere Ausgänge. Ich kenne das nämlich. Dann kommt die nächste Welt, dann brauche ich einen Ausgang, dann weiß ich wohin damit.
Deswegen bereite es direkt vor, dass das geht. Dass ich mir Ausgänge ziehen kann da hinten auf der anderen Seite raus wieder. Dass ich nach hier rausfahre, parallel dazu. War den eigentlich jetzt gesetzt gehabt oder nicht? Oder? Wo uns da waren? Den hast du jetzt gesetzt, oder? Welche Monster? Die waren alle so alt hier. Ich hab doch alle so alt, was hier steht. Die gibt's seit Ewigkeiten. Südra, Nordra, Westra, Ostra. Ja, alles alte Dinger. Hatten wir nicht da irgendwo eine Bahn? Du bist gerade, ich sehe es nicht, doch da oben. Oben links. 2950 der erste Wert. Genau da in die Richtung noch. Ja. Mhm. Aber da ist keine Bahn unten drunter. 3950 ist eine U-Bahn-Haltestelle, die nicht angeschlossen ist aktuell. Okay. 2950 ist es und 3950. Auf Höhe 10 müsste die sein. Aktuell. Okay, dann gut. So. Train. Switcher. Fahre nach Westen, wenn der Tag ist. 2022. Fahre nach Süden, wenn du default bist. Das heißt, ich muss im einen Eingang in die Welt 2022 Michi, oder? Einen einzigen. Okay, also müssen wir drüben. Einen für Lager, einen für Post. Okay, das heißt, ich muss drüben in der Welt dann sortieren, welche Himmelsrichtung, auf welches Gleis die drauf müssen, die Sachen. Das wird alles unsortiert drüben, ja. Okay, wir sind in die Text drüben dafür. West, Ost, Süd, Nord. Ist und dann die sind, boah, schlag mich tot. Es ist grobe Himmelsrichtung erstmal. Ja, wir müssen da auf jeden Fall einen weiteren drauflegen. Und dann gibt es noch, Auslageterminals sind eigentlich durchnummeriert gewesen. Ja, dann genau. Dann gehen S-Bahn-Bahnhof soll eine hin. Und eine ICE-Halte sollte eine hin. Genau. Und die haben aber ihre Himmelsrichtung, ihre Definition, damit ich weiß, was das ist. Ja, und die Auslageterminals sind von dort aus nummeriert mit 1, 2, 3, 4, 5. Ja, das geht aber nicht. Für mich intern sind das Werte jenseits der 1000, Michi. Das ist nämlich ein interner Wert. Wie die benennen, ist anders. Es ist mir nachher wurscht, ob ich dir nachher diesen Wert abfrage oder einen anderen. Mhm. Die sind noch nicht drin. Genau, ich habe für mich einen Wert im Hintergrund. Wie die genannt ist und 6 ist jetzt die 1000, weil Ost hat jetzt 1000. Nein, eben genau nicht. 1000 ist der Hauptbahnhof. Das ist mein Hauptproblem. 1000 ist nicht der Hauptbahnhof, weil nicht im Osten liegt von deiner Anlage aus. Der liegt im Westen davon. Der liegt im Haupt. Der Osten ist der Hauptbahnhof. Ach, das ist der erste Bahnhof, gut, das ist der mittlere. Dann kriegst du gleich die 1000 und 1 ist mir auch egal. Das ist okay. Dann krieg ich vom Hauptbahnhof ist der 0, von da kommt 1, 2, 3, 4, 5. Stimmt, du hast recht, Hauptbahnhof ist die 1000. Und es waren 9 Auslagestellen aktuell, die wir da gesagt haben. Und mehr werden es nicht. Das heißt. Ich weiß nur noch nicht, wie ich das machen soll mit den Tags. Entweder muss ich dir weitere Tags drüben mit draufknallen. Oder ich muss hier die Tags im Nachhinein, dann, wenn der Tag so ist, auf einen anderen Tag schreiben lassen. Weil die muss eine Welt dabei angeben bei mir im System. Sonst habe ich da die Gefahr, den Fehler mache am Ende hier irgendwo. Aber das kriegen wir, glaube ich, hin. Ich denke, das schaffen wir weg. Jetzt bin ich wieder hier, aber klar. Ja, dann muss ich hier weitere Text draufschreiben und muss die Text umrechnen. Theoretisch brauchst du nur die beiden letzten Zahlen. Nee, das Ding ist, ich gebe ja, wenn ich ein K drüber jage, eine Welt, dann habe ich in meinem Skript stehen, der Wert von 1000 bis 1099 ist, steht für Ostunterschied 2022. Ja.
Also im Prinzip setzt sie einfach Weststern ein, oder? Auf den Schildern hier. Ein Oststern und Nordstern und Südstern. Ich komme mal zu dir. Na, wenn ich jetzt hier einen Stern hintersetze, hinter das West, nimmt der ja alles West und was dahinter kommt. Egal, was dahinter kommt. Wenn der Wert West ist, nimmt er den. Und wenn der Westunterschied 2022 steht, nimmt er den. Wie viel Text hast du standardmäßig zum Beschreiben auf dem Teilen? Wie viele Möglichkeiten haben wir aktuell? Beim Definieren vom Card. Beim Definieren vom Card bekomme ich... Also ich bekomme da so viele, willst du gar nicht wissen. Aber wichtig ist eigentlich für die Welt und wo der hinfährt, ist genau, ganz genau vier Text. Ich brauche im Endeffekt genau drei Nummern. Drei Sachen brauche ich. Ja, für mich ist der Wert trotzdem von Tau mit 1009 Nummern Systempass. Ich habe Ende vier Tags, Nord, Ost, Süd, West, damit die weitwärtige Himmelsrichtung der fährt am Ende. Ich habe, genau, das sind die einmal die erste Tag. Der zweite Tag ist die Welt. Die Welt habe ich nicht. Ganz kurz, dass du verstehst, was ich meine. Wir haben einmal die Welt als Tag. Wie du das drüben machst, ist mir wurscht. Er muss hier ankommen, Bio, die Welt. Genau. Dann haben wir die Himmelsrichtung. Ohne irgendwas. Die brauche ich so. Die können wir mit dem Stern ergänzen. Ja, das könntest du machen. Das Problem ist, da musst du jetzt alle durchgehen, alle anderen Schilder auch ergänzen. Ja, das Problem ist, ich muss sie, also um das Skript kurz zu halten, muss ich auf ein Schild gehen mit allem. Mein kompletter Tag ist auf einem Schild, anders geht's nicht. Sonst habe ich zu viele Schilder. Und muss das komplette Lager umbauen. Mir wären es zwei eigentlich lieber, von daher. Aber das heißt, es geht nur ein Schild. Ich habe nicht genug Platz, um ein weiteres Schild. Ja, ich habe noch Platz, aber dann muss ich die ganze Software anpassen, damit das geht. Das ist ein bisschen. Ich kann nicht hier drüben wie ein Ostrausch haben, mir scheißegal. Ich kann hier drüben immer ein Output reinschreiben, ey, wenn du Ost 2022 bist, dann setz den Tag Ost. Das kann ich gerne machen. Da ist das Umrechnen hier drüben. Das können wir gerne machen. Weil zum Beispiel wird auch eigentlich die Ziel über eine Destination definiert noch und nicht über einen Tag, das Terminal. Eigentlich, das ist das Problem. Ich kann aber dafür, glaube ich, jetzt in dem Moment das ändern, weil ich das mit dem Schild neu schreibe und daher geht das. Da kann ich die Ausnahme machen, dass für die Novelle 2022 dann Tag kommt. Das kriege ich hin. Das ist aber die Ausnahme, wo ich es machen kann. Wo du allerdings auf das andere wieder zurücksetzen musst, auf Destination. Genau, setz ich sowieso. Ich habe eh immer das komplette Schild neu. Ich kann ja keine Schilder mehr bearbeiten, einzelne Zahlen. Ich muss das ganze Schild neu schreiben. Deswegen kann ich dir da eine Property schreiben in dem Moment. Property Attack schreiben, Property Destination. Das ist kein Problem. Das kriegen wir ja, hin. Ja, in dem verkommt dann Tag rein. Kann ich dir da die. Kann ja auch gesagt, da die ich brauche eigentlich geben. Genau, ich brauche nur die Information, welche Nummer. Problem ist halt, ich habe Angst. Wie definiere ich das hier? Ja, das ist ein bisschen blöd. Geht nämlich nicht mit anderen Systemen. Dann müsste ich quasi alles hier unten umbauen. Um sicher zu gehen, dass ich niemals falsch abbiege, wenn ich dir nur Nord, Ost, Süd, West gebe. Hier drüben. Gib davon einfach als Ziel ein die Welt. Du musst doch irgendwo haben wir doch gesagt. Moment, ich. Wo bist du gerade? Geh mal kurz mal hier hoch. Wo ist es? Hier. Hier drüben nehmen wir ihn aktuell mal. Nimm mal den, genau. So, wir haben den Tag hier. Moment, das sind nur die beiden Ziele, gell? Das hier ist das Terminal. Das gibt mir nur an, in welcher Himmelsrichtung liegt mein Terminal. Und das gibt mir an, ey, aber wenn ich mehrere Kisten habe, in welche Kisten muss ich ihn einlagern gerade? Da fehlen gerade also theoretisch eine Kiste, drei Sachen.
Theoretisch gebe ich dir drei Sachen mit, ja. Ja. Einmal, sorry, ich schreib's mal kurz hier drüber. Mhm. Oder direkt davor mal. Also hier hat man tierisch die Welt, die wir brauchen. Und brauche ich für die Welt bei dir. Die Welt ist das hier. Das ist die Welt. Das ist die Welt? Das ist die Welt, Schrägstrich, Himmelsrichtung in der Welt. Nein, nur die Welt. Keine Himmelsrichtung. Das Problem ist, ich muss die Himmelsrichtung aber definieren, Michi. Du musst ja wissen, wo der hinfährt. Ich weiß. Trotzdem habe ich hier ein einziges Gleis, auf das Ganze rausgeht. Ich brauche hier nur die Welt. Hier muss ich nur die Welt wissen. Ja, und wo soll ich dir die Himmelsrichtung angeben? Einlage kann ich, oder? Ja, weiß nicht, was geht. Im alten, ja, im alten Bahnhof. Ja, alten. Aber es ist noch nicht. Alte Welt. So. Trotzdem hast du hier im Endeffekt nur die Welt. Lass mal die Welt. Wie willst du denn wissen, wo das Kart hin muss? Jetzt kommen wir doch dazu noch. Das Kart fährt jetzt runter, fährt rüber in die neue Welt, Welt 22. Mhm. Gut. Ja, und wo habe ich dir den Wert gegeben? Wenn ich ihn hier nicht gebe, kann ich dir den drüben nicht geben. Wir haben hier drüben die Destination. Ja. Und da kann ich die Himmelsrichtung antragen. Ja, und dann weißt du, welchen Bahnhof der fahren muss? Dann weiß ich schon mal, in welche Himmelsrichtung er hin muss. Genau, dann weiß ich auch nicht, welchen Bahnhof er anfahren will, weil ich werde niemals sagen können, welchen Bahnhof er anfahren muss danach. Der Wert ist jetzt verloren. Wir haben doch hier noch einen weiteren. Wir haben drei Tags, nicht zwei. Ja, aber ich glaube, der letzte Tag kann ich. Den letzten Tag, da meine Software gibt mein Skript vor, da ich den nicht so definieren kann, weil der was anderes macht eigentlich. Worin definiere ich den? Okay, das war das, was ich wissen wollte. Ich habe hier nur drei gesehen. Deswegen. Ich muss ihn aber genau gucken, was wurde definiert wird und was der genau definiert, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das damit nicht abfangen kann, was du das willst. Mit dem dritten Tag. Das dritte Tag ist nämlich der Kanal. Und ich denke, der wird beim Login bereits gesetzt, der Kanal. Wird der beim Login gesetzt? Nein, sorry, Kanal geht nicht. Kanal brauchst du hier unten. War mein Fehler. Kanal brauche ich wo? Brauchst du hier zum Einfädeln. Ja, genau. Kanal brauche ich hier zum Einfädeln. Da brauche ich den Warenkorb. Richtig. Okay. Den Warenkorb brauche ich das. Ist nicht möglich, genau. Der Warenkorb war das. Ich bräuchte aber, um einfacher zu rechnen, hinten raus. Mhm. Ja, zwei haben wir nur. Entweder Welt mit Himmelsrichtung oder Counter mit Himmelsrichtung. Ich würde die Welt mit Himmelsrichtung nehmen. Dann kann ich dir hier unten an dem Stück, hier fährt ja alles für die Welt raus, habe dann definiert alles, was 2022 fährt hier raus an der Stelle. Dann kann ich dir hier an der Stelle umrechnen, einbauen, dass er dir das auf Ost, West, Nord, Süd zurücksetzt, die Text, dass er die mir draufschreibt. Das kann ich machen. Da ich hier Switcher habe an der Stelle. Die genau das machen, was wir benötigen. Ich weiß, es ist massiv umständlich und massiv viel Platz ist benötigt. Alternativ ist nur, dass wir die kompletten Text drüben mit aufnehmen. Weil ich muss die Welt definieren für mein System, damit mein System hier nicht durcheinander kommt und nachher in die falsche Welt schickt versehentlich. Das wäre die blödeste Situation, die ich habe. Weil ich kann über ein Schild ja nur einen einzigen Tag definieren oder kann ich aber mehrere definieren mittlerweile. Dann könnte ich das in zwei verschiedene Tags setzen, wenn das geht. Moment. Das gucke ich jetzt nicht mal nach. Vielleicht geht das inzwischen. Property. Property Tag. Diese Wiki braucht echt mal eine Überarbeitung. Hier fehlt ja sogar der Add-Tag drin. Da oben ist ein Add-Tag. Add a single tag. Add ticket. Add nein. Ich kann nur einen einzigen Tag hinzufügen. Den hat er gerade noch nicht genommen. Ja, wenn ich das Schild falsch schreibe, funktioniert es natürlich das nicht. Das geht nicht an der Stelle.
An der Stelle darf kein Tag gesetzt werden, Michi. Nein, ich wollte es nur mal kurz schauen. Achso, ob das geht mit zwei Tags und Komma, ja. Nee, aber der ist ein Single-Tag-Setter, ist das, geht nicht. Wieso kriege ich hier dauernd ein... Das Einzige, was wir probieren könnten... Nee, das wäre viel zu viel Arbeit, vergiss es. Nein, das mache ich nicht. Okay, nee, lass mal lieber. Warte mal. Es wäre zwar möglich, aber nein. Tags remove. Also für Schilder gibt es nur ein Add-Tag. Angeblich. Ja. Die Frage ist, wie es unten drunter aussieht. Hm. Warte mal. Etikett, ja, das sind die Teile. Das Einzige, was gehen würde, wäre, dass wir in dem Moment eine Train-Property laden auf den Zug. Das wäre die einzige Option, die ich hätte, Michi. Problem ist, ist aber das zweite Schild, deswegen darf ich das nicht machen. Damit ihr alle Schilder tauschen. Das ist eine sehr schlechte Idee. Ich bleib dabei. Am einfachsten ist es tatsächlich, wenn ich hier an der Stelle dir vier einzelne Kanäle baue, hier unten, Michi, und dir hier in das System rein, einen Switcher, der dir austauscht, was der Tag ist. Jeden einzelnen Abfang im Finger, hier einen Switcher rein, der in dem, wenn hier Ost, Ost 22 ist, sagt, setze Ost. Mhm. Das ist wahrscheinlich technisch gesehen die beste Option, die ich hier einbauen kann. Sie halten ja Abstand an der Stelle, von da macht es kaum Unterschied. Eben, die halten Abstand, von daher kann ich einen Switcher einbauen, der das macht. Dann ist das lieber so als Stern Switcher Ost. Wieso machst du einen Switcher? Mach hier vorne hast du doch gesagt, alles was 22 stimmt, ist, stimmt, da drüber. Du hast recht, ja, ja. Und ich muss das Ganze ein bisschen anders bauen, warte mal. Nee, ist eh egal. Doch, ich kann lass mir ganz kurz mal, dass wir nachher keinen Abstand haben, keinen Abstandsverlust. Michi, wir lösen lass mich ganz kurz mal. Ja. Du hast hier standardmäßig die 22. Genau, und ich würde die Himmelsring einzeln rausziehen, genau. Dann brauche ich gar keinen Switcher mehr. So. Dann spare ich mir den Switcher. Wir machen es doch nochmal ganz kurz. Du weg. Dann machen wir hier. Hier, hier. Michi? Warum so kompliziert? Ja, warum? Ich brauche vier Ausgänge, wenn ich das so mache. Nein. Das ist ein bisschen anders. Das ist... Nein, blöde Idee. Ganz nein, blöde Idee, es... Michi. Doch, es braucht jede Menge Platz, was du gerade baust. Aber wir haben alles nachher wieder auf dem gleichen Zeitpunkt, wenn sie rausfahren. Ja, ob ich jetzt hier am Ende das so baue oder jedem einen Finger gebe... Hier, mein System. Du bist witzig. Nicht eigentlich brauche ich nur einen einzigen Abstand hier zwischendrin. Ich muss nur. Ja, aber ich habe unnötige Switcher. Den Switcher kann ich mir ja sparen, wenn ich einen Finger baue. Brech mein System damit ja im Prinzip. Das, nee. Ja, möglich ist es, klar. Aber ich brauche hier auf jeden Fall wieder Switcher an der Stelle. Die brauchst du drüben auch. Das ist richtig.
Jetzt wird Jumps, die Anzahl hat sich nicht geändert. Doch, ich brauche in dem Moment. Ja, kannst du hier theoretisch abbiegen, direkt, das stimmt. Das hat sich nicht, das kann man so lassen, das stimmt. Die Switch-Anzahl hat sich nicht geändert, wenn es darum geht. Ah, gut, kann man es. Und wenn du willst, dann können wir schauen, dann machen wir das Ganze auf einen Block nur noch. Dann haben wir nochmal zwei Blöcke gespart. Mhm, ja, dann habe ich nämlich die Möglichkeit, dann da wieder halt leicht im gleichen Rhythmus zu bleiben, wie vorher war. Ja, ist okay. Du musst immer erst. Ja, im Prinzip ist das scheißegal, weil er sich gleich eh wieder die Gleise zieht, wie er sie benötigt. Nein, tut eben nicht. Es sind ja keine Switcher drunter. Stimmt, du hast recht. Und von hier aus nur ein Schild dran, was wohin muss und fertig. Ja. Okay. Der Rest ist mir wurscht an der Stelle. Und dann kann ich hier aber noch einen Kommen im Lager Display-Name. Mhm. Was? Willkommen im Lager Display-Name. Ja, das funktioniert mal wieder nicht. Das ist schön, also wenn festzustellen, dass er nicht funktioniert. Jetzt löse ich immer das hier. So. Fahre nach Nord-Süden, wenn du bist, Ost-2022. Ja, ich habe wieder einen Chat-Überprüfungsfehler verursacht. Das liegt eindeutig an mir. Das ist der größte Müll, den Mojang einbauen konnte über Microsoft. Den braucht den Schwachsinn braucht kein Mensch. Damit wollen die einen nur zwingen, dass man die Vanilla-Software benutzt. Weil dann entsteht der Fehler nicht. Dann kann er nicht entstehen. Das Überflüssigste, was sie einbauen konnten, ist das. Nur damit du dir irgendwelche Leute wegbannen kannst, die eventuell Scheiße bauen. Wenn du auf Public Servern unterwegs bist. So, dann ist hier meinetwegen der hier. Und hier meinetwegen. Der hier. Dein Südtech heißt Süd mit UE, oder? Ja, ganz normal. Geht okay. Nicht. Okay, ich weiß. Da frage ich auch, ob da ganz normal, so wie ich ihn auch baue. Das macht richtig Ost, Sinn. West. Weil, ja, ich habe bei West-Nord hingeschrieben. Das war schon sehr gut. Das war schon sehr talentiert wieder. So, und hier hinten kommt dann nur noch ein Schild hin, was ihr nur die Ausfahrt macht. Bums. Fackel dahin geklebt und gut ist. Schild und dann daneben. Rüber, ja. Genau. Dann sind alle vom gleichen Abstand wieder her. Das ist das Wichtige in dem Fall gewesen. Auch wenn du es nicht glaubst, wenn der hier hinten erst durchfährt, oder der eigentlich hier durchfährt, dann haben wir einen größeren Abstand auf der Seite und wieder da einen kleinen Abstand, dann könnte es wieder zu Stockungen kommen. Ja. Nee, lieber nicht. Okay. Nee, passt jetzt, ja, ist ja okay. Ich habe hier noch genug Platz, falls ich weitere Anschlüsse für andere Welten benötige. Falls wir im Nähterminal irgendwann Bestellterminal benötigen in Zukunft oder sowas oder am End. Ja, fürs Nether wäre es eventuell, je nachdem, gar nicht verkehrt, gewisse Items da bestellbar zu machen. Ich meine, das hatten wir auch mal überlegt, ob man das machen kann, gewisse Items bestellbar zu machen. Das war auch mal ein Gedanke von uns, wie in der Monsterwelt und Miningwelt, wo ja auch einige Items orderbar sind, dauerhaft. Dass wir das da auch machen, das ist jetzt nicht so abwegig eigentlich. Dass das da passieren könnte, was einbauen. Oder immer nur eine vierte Welt aufmachen oder sowas für irgendwas wieder. Weil wir Langeweile haben und ein neues Bahnsystem entwickeln wollen oder so wieder mal. Wann fangen wir damit an? 2026? 2027? Dann haben wir wieder Bock, ein Bahnsystem zu entwickeln. Oder doch eher 2030. Wie viele Jahre braucht man jetzt Pause mit Zügen? Jetzt warte erstmal.
Es war eine Frage, wie viel Pause brauchst du, bis du wieder Lust hast, ein neues Zugsystem zu basteln? Von null auf. Und keine Sorge, ich steig nicht auf Drohnen um. So, ich muss aber noch was für dich ändern. Weil du hast noch einen Wunsch gehabt. Da muss ich mal gucken, ob das überhaupt geht. Ja, genau, da darf ich noch lustig basteln gleich. Da muss ich ein bisschen was einbauen jetzt noch. Da darf ich tatsächlich noch was ändern an dem ganzen Ding jetzt hier dadurch. Execute if score terminal. Matches dem und dem. Okay, dann muss dann also dahinter da. Muss ich nochmal die Abfrage machen, ob der Wert zwischen Wert X und Wert zwischen dem und dem Wert liegt. Juhu. Ja. Ja, damit die Destination definieren. Aber die Destination ist aktuell eigentlich nur darüber definiert, ob der Terminalwert stimmt. Dann muss ich also erweitern, sodass ich quasi die Terminalwerte darauf erweitere, dass ich noch die Destination in den Tag umändere. Weißt du, was gerade witzig ist? Ich probiere gerade dir zu folgen auf meinem Bildschirm und da läuft Six. Das passt hinten und vorne nicht zusammen. Ja. Ich ändere das morgen, dass die Destination für die Welt 2022, wenn die Welt 2022 ist, das kriege ich ja raus, über meine Tags, dann soll er das dahin schicken. Dann machen wir in Zukunft alle Systeme über Tags, ja, nicht mehr über Destination, würde ich sagen, oder? Alle neuen Welten nur noch über Tags. Aktuell. Okay. Das heißt, ich kann eigentlich sagen, von bis Wert 999 ist Destination und ab Wert 1000 bis ich mache direkt mal 100.000 rein oder so als höchsten Wert, dann habe ich da Luft. Vielleicht ein bisschen übertrieben, 100.000 Terminals. Mit wie viel haben wir angefangen? Ich frage nochmal. Es werden noch trotzdem mehr werden als 50 pro Welt. Nee, aber wie viel hat man angefangen damals technisch? Wir hätten gesagt 4 Haupt und habe ich nochmal 8 zusätzlich oder sowas, oder? Pro Himmelsrichtung. Oder 4 pro Himmelsrichtung, also 16. Ich glaube 20 Terminals waren unser Maximum am Anfang. Ich bin ja jetzt schon bei 1399 in der puren Theorie zumindest. In der Praxis habe ich den Wert nie. Vor allem, weil die 1 schon wegfällt. Weil die 1 nutze ich nicht. Die 0 nutze ich nicht, die 1 ist mein erster Wert. Und bei 6 muss ich nochmal ändern auf 1001, aber das ist das kleinere Problem. Da muss ich nochmal den Dings wegnehmen, den Armor Stand und neuen Armor Stand setzen. Kann man hier machen. Da habe ich ja doch einen Befehl für, wie ich festgestellt habe. Das hatte ich jetzt hier einen. Okay, ich konnte ihn abreißen, okay. Stimmt, der ist ja sichtbar. So, dann hat Six das Terminal 1001. Dann kriegt er jetzt hier eine Plakette dran. Einmal mit der kompletten Anleitung, was wohin muss. Also die Tastenbelegung. Kriegt Six. 7, 8, 9. 4, 5, 6. 1, 2, 3. 0, leer, leer, leer. Enter. Okay. Login. Wiederholen. Zurücksetzen. Logout.
So, jetzt habe ich noch keine Ahnung, bei Six Pads mit der Plakette da. So, weil die Terminalnummer ist nicht ganz unwichtig. Die wird irgendwann, wenn ich mal fertig bin mit dem Logging, wird die wichtig werden, dass man uns mitzahlen kann, wo man ausgelagert hat, nämlich. Damit ich das nachvollziehen kann im Nachhinein und das sehe. An welchem Terminal da vielleicht ein Fehler entstanden ist. Aber dazu muss ich das Logging erstmal weiterschreiben demnächst. Na komm on. So, der ist wieder dicht, das Terminal. Hat er noch nicht. Der Terminal ist wieder dicht. Wir sind dichter. Ich hab's halt jetzt. Ich hab halt die Löcher wieder zugang hier reingeschlagen hatten in das Ding, um da Command-Blöcke einzusetzen. Bau das ja anscheinend wieder zu, gell? Du hast ja die Commands gesehen, die da drin sind. Du brauchst am Ende noch diesen Befehl dann. Der ist gerade im Chat, im Stream ist egal. Kann eh keiner benutzen, ist ja permission geschützt. Und im Worst Case legt das ganze Ding auch nur ein Armor Stand an. Ja, Michi, da musst du nicht mal deine Hausaufgaben machen und das Lager lesen. Damit du noch genau weißt, was ich wie, warum, wo mache. Und ich sollte es mal genauer dokumentieren, was macht. Das wäre auch eine Idee. Das habe ich auch nur so halb angefangen zwischendurch. Aber zumindest habe ich Kanäle dokumentiert. Zumindest war ich so frei. Ich glaube hier, bei den Sachen, die ich neu gemacht habe, habe ich schon mehr dokumentiert, oder? Nö, habe ich nicht. Macht deine Arbeit anständig? Ja, ich habe das halt nur so weit dokumentiert, dass ich weiß, was welcher Kanal ist. Für mich reicht das. Ich habe es halt so gemacht, dass es für mich funktioniert. Das ist gar nicht dokumentiert, was das macht. Aber das macht nur eine Abfrage, dass Lager online ist. Ach so, da ist ein Check-Login, okay. Das prüft, ob Lager online oder offline ist. Ich bin echt froh dafür, dass ich das Thema geändert habe irgendwann. Denn wir gerade vorher müsst ihr das alte Lagersystem einbauen, was wir vorher hatten. Wieder gucken, welcher Command-Block, an welcher Stelle muss ich den scheiß Command-Block platzieren oder die scheiß Redstone-Fackel platzieren. Setzt denn auch alles richtig zurück? Ja, wie viele Command-Blöcke brauchten wir vorher, Michi? Bis wie viele Commands, weißt du das noch? Jede Menge. Wir mussten ja alleine die 10 die 10 Zahlen hinsenden, das Enter. Login, Logout und dann noch die hier die Dings da. Login, Reset, wiederholen und Logout. Das heißt, ich habe alleine hin schon doppelt so viele Command-Blöcke gebraucht wie jetzt, weil das Ganze ja für 2 Channels teilweise benötigt wurde mit Abfrage. Ach, schon, ja. Ja, das war viel schlimmer als jetzt. Es ist schon praktisch, dass ich das Ganze mal runtergebrochen habe auf ein paar, auf die, sind es jetzt noch 11, 15 Command-Blöcke oder sowas. Und hätten wir damals schon drüber gesprochen, dass die neue Welt ein anderes Zugsystem bekommt, hätte ich auch damals schon mit anderen Techniken gearbeitet für die Sortierung der Züge. Ach nee, das ging ja damals nicht, hä? Das hätte ich ja damals nicht nutzen können. Ich musste ja damals Destination-Based bauen.
Da blieb mir ja gar nichts anderes über. Jetzt habe ich andere Optionen dafür. Na egal, das mache ich dann morgen fertig oder so. Bin aber an Lash ran, dann muss ich den Wert nicht erhöht irgendwann mal. Mal gucken. Ja. Also in dem Six aber noch sein. Nehme ich Six seinen Login-Knopf weg? Nee. Ich mach mal ein kurzes Päuschen, ich bin gleich wieder da. Alter, dann ist es fertig.
So, wir sind wieder zurück. Bibi. Aber es ist nicht dauernd regnet. Was wollte ich jetzt noch? Mal was. Wie klingt die denn so? Ich wollte noch ein paar Diamanten einzahlen. Autsch, ist die schlecht. Das tun wir uns aber nicht an. Die hier ist gut. Ja, genau, die ich haben wollte. Soll ich die noch mal ein bisschen mehr nerven? Ist schön. Da kommen noch ein paar mehr Züge. Ach, du, mir ist das scheißegal. Was testest du da überhaupt? Ich komm her. Achso, deine Bahn hier testest du. Kannst du selbst schon? Selbst wenn jemand Verrücktes da ist. Was haben wir denn so? Muss dann theoretisch nur zwei einzelne Items. Items reinlegen. Kommt dann hinten automatisch wieder aufgefüllt. Muss man überlegen, wie wir das hinkriegen. Und für den Fall, dass jemand so witzig ist und hin und her springt. Das funktioniert auch. Oh. Okay. Ja. Bin mal kurz aufgekommen. Hier muss noch passieren. Das weiß ich. Jetzt war ich mal mit dem langsamen Aufzug hier. Ich komme nicht rein. Oh. Ja, hier wohnt Xolgrim. Nee, ich muss noch ein bisschen leer machen, ja. Da wird noch rausgeholt und so weiter. Du kreist dir die Bude schon ab, so ist nicht. Ja, das weiß ich. Passiert. Mach ich schon drauf selbst. Ich wohne da eben. Kommt man da zu Fuß hin? Du kannst mit dem Zug fahren. Das sollte schon funktionieren. Ich will mal zu Fuß gehen. Na, da ist noch kein Weg drin. Und Zeit wird's. Da könnte man eigentlich den fetten Baum von mir nehmen, oder? Und dann ein Tunnelsystem zu dir. Ein Tunnelweg. Weil ich hab doch da irgendwo den großen Baum. Der müsste doch da am Weg liegen, oder? Da, wo der Baum im Baum wächst. Ich glaube, das ist der da. Nee. Der ist es nicht. Wo ist denn der? Da hinten der. Wie ich mir den fetten Baum.
war hinten? Ich fahr mal los. Bin auch im Kreativmodus. Ja, fast. Ich sehe dich. Nee, der Baum da, da ist es. Oder? Ja. Genau. Ist aber gerade zu weit weg. Da fährt er. Ja, ne, Post halte ich ja hier auch, gell? Ja, da sind wir alles noch dran. Aber B-Stoll-Terminal, das funktioniert jetzt nicht? Nein. Jein. Jein. Ich habe noch nicht die Destination definiert, das heißt, es kommt kein Zug an, aber du kannst theoretisch bestellen. Die Frage ist, wo er landet. Das ist eigentlich noch eine Überraschung. Ja, da hier kommt. Es ist noch kein Abzweig generiert. Genau. Es ist noch kein Abzweig generiert. Ich habe aber noch keine Abzweigung eingebaut, dass die, dass der weiß, dass die hinfahren müsste überhaupt. 1001 gibst du mir mit, gell? 1001 gebe ich dir mit, ja, genau. Aber dazu muss ich eher meine komplette Software im Hintergrund ändern. Aber das ans Bahnnetz, glaube ich, sind wir schon dran, oder? Ja, aber der Abzweig ist noch nicht richtig definiert da drin. Bei einer Abbiegen, sondern welcher Bedingung. Bedingung fehlt halt noch. Weil, das haben wir halt jetzt erst definiert, wie die, jetzt erst gelernt, wie die Bedingung wirklich richtig ist am Ende. Okay, die ist nicht ganz so gut, die AI hier, schade. Also, die kann es schon, aber nicht so, wie ich es möchte. Schauen wir mal nach, ob das funktioniert. Card drauf. Train. In. Text. Add. Wir fährt mit der Bahn. 1001. Kann man nochmal setzen. Mit Bahnsignal sogar. Falls ein Zug dasteht. Oder vorbeisteht. Slowdown, none. Michi, ich schick dir gerade mal kurz was. Ich hab die AI gerade mal was generieren lassen. Ich hab keine Ahnung, ob das hochladen kann bei Discord. Mal gucken. Hat es gelöscht, ist okay. Und mein gelieferter Tuffstein ist da. Ja, und welche Kiste kommt als erstes an? Steht davor. Oh. Ja. Dann kann man hier die Shopping Queen machen. Naja, aktuell funktioniert das Terminal noch nicht so. Von meiner Seite aus noch nicht. Und ich gebe den Wert noch nicht mit. Ich weiß nur, welchen Wert es gibt, aber noch, er kriegt den Wert von mir noch nicht. Welcher nur als Destination, das kann ich nicht so ohne weiteres umdefinieren, eine Destination kommt. Wenn es zu voll ist, geht's zurück, genau. Ja, Michi, hör dir mal die Nachricht, die ich geschickt habe, die Autofeier. Ja, nächster Halt, das hört sich eher nach Halloween an. Da kann ich ja nichts für, dass die gute Frau, deren Stimme da nachgebastelt wurde, so klingt. Sag nur, wie sie es anhört. Ich weiß nicht, ob du die Stimme erkannt hast, dass das darstellen soll, oder wer. Nee. Also laut der AI soll das Frau Dr. Angela Merkel sein.
Steht zumindest bei der AI. Die muss ein bisschen was lernen. Die muss ein bisschen was lernen. Genau, das hat auch gesagt. Das ist so. Man kann es raus haben, wenn man es weiß. Dann kann man es hören, aber vorher nicht. Ich glaube, ich muss noch Häuser bauen, oder? Ja. Lol, das will ich mal hören. 6 Leute. Da sind noch andere irgendwo welche rumliegen, oder? Nee, doch nicht. Der Flo ist der Einzige, glaube ich, der sich die Werbung anschaut, wa? Wie sollte ich Werbung sehen? Weil du kein Abonnent bist? Das stimmt nicht. Bist du Abonnent? Ja, und schon seit 6 Monaten. Oh. Ich habe die ganze Zeit schon drin und habe es davon nicht rausgeschickt, dass das Abo-Video mir da ist. Ja, leider funktioniert die Anzeige momentan nicht. Ich weiß nicht warum. Okay, der Owned Magnet mag mich gerade nicht. So. Gucken wir mal durch. Da sind Bienen drin, ja, sogar cool. So viele Bienen. Und ich habe wahrscheinlich keine Bienen mehr, wo? Woher sieht man eigentlich, ob da Bienen drinnen sind oder nicht? Moment. Weil ich glaube, die sind alle in diese Wolkenkästen umgesiedelt, meine Bienen. Data get Block. Und dann kannst du muss raus. Da bist du. O6? Im Wäldchen. Na, ich würde wissen, ob da welche drin sind. Das ist 6. Ach, da ist eine. Na, du bist 12. Der Baby. Nein, es sind keine drin. Ja, die sind alle da hinten verschwunden. Im Wald rein. Die Frecke. Noch ein Bienchen. Ja, kommen mehrere hinter dir. Jetzt, das sind sie. War doch noch irgendwo eine. Ja, Mahlzeit, wo kommen die jetzt alle her? Ich habe mal 9 gespawnt. Okay. 2 Erwachsene, 3 Kinder. 6 Erwachsene, 3 Kinder. Okay.
zu haben. Shin? Ja. Den Befehl hast du noch? Welchen Befehl? Für den XOL. Für den Tag oder was? Ja. Na, also für die Dings. Für die Karte, ja. Nee. Was willst du haben? Die Karte erstellen oder den Abfrager? Den Löcher. In dem Fall müsste es die Abfrage sein. Also die Erstellung. Sorry. Die Erstellung. Da hast du sie. Und das, wenn man eingibt? Dann fährt der nächste Zug automatisch, oder was? Wenn du das eingibst, kriegst du das Papier ins Inventar gekotzt, dann musst du in der Hand halten und dann biegst du ab. Und das ist in der Hand, das ist an der richtigen Stelle. Aha. Ist der einfachste Weg, weil so können wir verhindern, dass, wenn du es im Inventar hast, es weiterhin zählt, wenn du es nicht gelöscht bekommst, weil du die Berechtigung hast, dass er nicht gelöscht werden darf bei dir. Weil ich habe extra welche so besondere Wünsche noch eingehe. Dass ich das umsetze dann. Gut, zum Glück war es nicht viel. Der Witz dran ist, es funktioniert auch auf der Off-Hand, gell? Ja, es ist egal, welche Hand du es hast. In der Hand halt. Ob es jetzt Main-Hand oder Off-Hand ist, ist scheißegal. Ich schreib nicht hin, das geht nur in der Off-Hand. Die Leute kriegen raus, dass es auch in der Main-Hand geht. Dann verzweifeln sie es weiter. Für mich für einen Stuss, Samay. Das Problem ist, die Karte wird noch nicht gelöscht, das muss ich noch einmal machen. Und dann bin ich weg für heute. In welche Richtung muss ich fahren? Oder? Ich muss Richtung Bahnhof, oder? Ja. Ja. Und einfach in der Hand halten, das Ding. Wenn mich alles richtig gemacht hat, ja. Hat funktioniert. Kannst, sobald du drin hockst und losgefahren bist, jetzt gibst du bitte ein Train, also slash Train. Layer Exit True. Exit True. Player Exit. Ach. Kommst du nachher nicht raus. Das ist noch nicht deaktiviert. Ich hab das gleich mal kurz gerade gestellt. Funktioniert. Da muss ich vielleicht noch reduzieren. Ja, fahr mal langsamer. Das sieht einfach schön aus, wenn aber so steil hochgezogen wird für eine Achterbahn. Jetzt kannst du aussteigen. Warum zerstörst du deine Einrichtung? Weil ich es kann. So, das Papierchen kann ich dann behalten. Und das behältst du später sogar, weil wir so nett sind. Und das kann ich dann immer und immer wieder verwenden. Genau. Der Rest, der muss ja für 500, der Rest zahlt 5000 Euro pro Fahrt oder so. Keine Ahnung. Oder wollen wir weniger nehmen als die Deutsche Bahn? Zu oft. Ich verwende. Train. Die Mutex.
Yep. So. Die Weiche hier muss ich händisch stellen. Da komme ich noch dazu. Auf dieser Weiche. S-Doppelpunkt. ID@S. Und W-Doppelpunkt. ID@N. Auf dieser Weiche. S-Doppelpunkt. ID@W. N-Doppelpunkt. ID@N. In dieser Weiche Fault. Dann haben wir schön, diese Weiche. Der Sixtus da sitzt. Der gefällt mir. Auf seinen goldenen Thron. N-Doppelpunkt-ID@W, W-Doppelpunkt-ID@S. Dann haben wir dich hier. Da könnten sie drüber springen. Aber wer das macht, ist selber schuld. S-ID@W, sowas, genau. Und dann haben wir noch den hier, der kommt hier hin. Hier und hier. Na gut. Dann sagen wir mal zum Stream ciao. Bis zum nächsten Mal. Ja. Ja, und danke fürs Zuschauen. Bis bald. Bis dann. Ciao.